Hallo und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zu Castle Story. Ja, wir befinden uns so auf der Endgeraden. Wobei, dafür sind wir noch ein ganzes Stück entfernt eigentlich. Eigentlich, wenn wir das hier weg haben und das hier weg haben und nur noch das hier haben, also jeden noch ein Stück weg machen, dann befinden wir uns auf der Endgeraden. Ja. Und das dauert noch ein bisschen. Die Bricktons sind schon mal fleißig bei der Arbeit. Die Sonne geht gerade auf. Oh, über uns ist eine dicke Wolke. Oder fast über uns. Da sind auch dicke Wolken. Die sehen aus wie Marshmallows. Das ist wahrscheinlich auch etwas, was wir niemals erreichen können, oder? Also ja, doch kommen wir näher ran. Und dann werden wir einfach weggeschoben, oder was? Da wird die Wolke weggeschoben. Ich glaube, die Wolke wird weggeschoben durch uns. Ah, interessant. Gut. Ja, wir haben die Wolke tatsächlich weggeschoben. Die war nämlich weiter hier drüben. Das war auch toll. Na gut, das ist Unity. Also, um es einfach zu erklären, die Kamera, an der wir sozusagen hängen, ist ja auch nur zweiter als ein Objekt, das wir halt nicht sehen, weil wir drin sind. Und ja, dieses Objekt kollidiert halt mit anderen Objekten. Also zum Beispiel der Insel. Die Insel selber ist aber nicht beweglich, die ist fest. Die Wolken sind beweglich, weil sonst würden sie sich nicht bewegen. Und dadurch, dass wir mit der Kameraobjekt, also stellt euch das Kameraobjekt einfach wie ein Würfel vor oder wie eine richtige Kamera, so eine Filmkamera. Oder wer Super Mario. Ja, doch, Super Mario 64 gespielt hat, wie der Lucky tut, den man immer hinter einem hat, sozusagen als Kamera. Und der fliegt einfach gegen die Wolke und schiebt sie weg, weil die Wolke scheinbar ein massives Objekt ist. Ja, einfach mal, um euch mit Technik zu langweilen, da es ja nicht langweilig genug ist oder so ähnlich. Also, was heißt langweilig? Jetzt nicht für mich, aber ich kann mir vorstellen, dass mancher von euch schon beim Zuschauen eingeschlafen ist oder gar nicht mehr zuguckt. Du weißt, von wem ich rede. Spaß beiseite. Ja. Aber ja, lustig, dass das mit den Wolken geht. Also, dass man sie wegschieben kann. Mit der Kamera. Meine, mit der Kamera können wir auch nur so seitlich in Berge glitschen. Aber nicht durch den Boden zum Beispiel. Der ist richtig massiv. Also sozusagen die Decke ist massiv. Von unten würden wir halt reinkommen, aber ist auch so halber die Seite. Hallo. Ja, und von innen drin wird halt nicht wirklich was gerendert, deswegen sehen wir eigentlich fast nichts. Wir sehen unsere lila Baumstümpfe. Unsere Holzkonstruktion. Haben wir eigentlich im Großen und Ganzen recht sauber hingekriegt?
Ja. Gut. Zurück zum Ernst des Lebens, aka der Arbeit. Wobei die beim Abbau und auch ohne mich ganz gut klarkommen. Und ich jetzt gerade geschlafen habe, weil hier lagen vier Steine, die uns jetzt hier fehlen im Lager. Aber das gibt sich dann sicherlich wieder. Hier machen wir Fortschritte. Beim Flätten. Also ja, wir flätten jetzt einmal hier entlang. Und dann flätten wir hier entlang. Wir machen ja schon fleißig die Treppen weg, dass wir da drunter entlang flätten können. Nee, das lassen wir erstmal doch so. Lassen wir die Treppe da noch da. Ja, wir sind bald hier und dann haben wir noch ein Stück. Gucken, kann ich schon das nächste Flätten setzen? Ja, kann ich. Unten ist schon wieder ein Auffülltask. Warum ist da einer? Uff, ich wollte gerade sagen, warum kann ich nur den Teil da auffüllen, aber da hat natürlich mal wieder das Spiel ein bisschen Lag gehabt.
So, und alle, die jetzt mit halbvollen Säcken zurücklaufen, die schicke ich gleich zum nächsten Flat Task. So. Sorry, Kumpel, aber du musst mal kurz aufräumen. Weil irgendeiner von den beiden hat da wieder Sauerei veranstaltet. Und schämt sich nicht mehr dafür. So, jetzt geht's los. So, die auch. Gut. Du auch. Du auch? Einer fehlt noch irgendwie. Ah, du. Karme. So. Ihr seid jetzt wieder voll einsatzbereit. Okay, jetzt füllen Sie das auf und dann noch zwei. Dann können wir als nächstes das hier auffüllen.
Irgendwo an der Stelle war mal die Rampe. Ja. Hier war mal Berg. Hier haben sie auch immer noch 5 Ebenen. Also über 5 Ebenen. Nee, du brauchst nicht mehr. Das hat für dich erledigt, sonst haben wir nur wieder unnötig Steine rumliegen. Ja, sie filmen weniger, wenigstens einigermaßen ordentlich auf. Also von hier aus nach da drüben. Auch wenn sie mehr hier oben sind als da unten. Wieso sind da jetzt schon wieder 55 in dem, in der Kiste? Egal, da holt jetzt einer die 15. Und gut ist. Okay.